Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Wir sind dabei, unsere Elfensiedlung aufzubauen. Gut. Was ihr wollt. You guys. Ihr werdet jetzt Holzfällerhütten bauen. Und die anderen werden... machen, dass der Computer nicht so rumspackt. Gut. Mathe habe ich hinter mir. Morgen. Deutsch. Was ihr wollt. Das Bauwerk ist vollendet. 100 Holz. Nein, geh nicht zum großen Baum. Steh bereit. Schickt sie zum Seelenfluss. Wo läuft? Toll. Kommt ein Bandit. Den werde ich schnell mal töten. Und da ist ja noch einer. Fucky. Tut doch den da, den da, den da, den da, den da. Die sind dumm. Diese Elfen, ey. Ist einfach nur ja? Dumm. Das musste mal gesagt werden. Tut mir leid, Leute. Können die überhaupt etwas bauen? Wir brauchen nämlich noch einen Bärensammler vielleicht. Oder ja, eine Sägemühle auch. Ich glaube, zuerst tue ich meinen Bärensammler bauen. Wie viel kostet der? 50. Oh nee! Der läuft einfach weiter. Ey. Bumm. Tot. Nee, jetzt ist er tot. Die Rune ruft? Die sollen sich mal beeilen, Mensch. Ist das der einzige fällbare Baum hier, oder was? Elfen, ey. Typisch. Ich hasse es, wenn man das Spiel, also wenn man das Spiel speichert, rausgeht und dann irgendwie am nächsten Tag oder so wieder rein, dann ist die Karte fast nicht mehr aufgedeckt. Das ist dumm. Du nicht hacken Holz können? Feindlicher Angriff! Halt die Klappe. Na endlich. Es ist mir eine Ehre. Bärensammler, jetzt brauche ich noch ein Nahrungslager. Ach du Scheiße. Schlagt sie zurück. Die Rune ruft. Schickt sie zum Seelenfluss. Das Bauwerk ist vollendet. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer! Verstanden. Schickt sie zum Seelenfluss. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Zu Befehl! Was wünscht die Rune? Unverzüglich. Steh bereit. Und ihr haltet jetzt mal. So. Ja? Jetzt brauche ich 100 Holz. Nee, jetzt brauche ich erstmal 150 Holz. Das ist nicht wahr, wenn diese Holzproduktion so schleppend vorangeht. Ja, ich glaube, ich baue erstmal eine Sägemühle.
Bla blibli blub blub. Befreit die Festung Utran. Toll. Bla blibli blub blub. Hallo, die Bäume sind doch jetzt schon so groß. Die können auch gefällt werden. Ich finde das so witzig, dass wirklich die Bäume wachsen und am Ende haben die Förster, die Elfenförster hier einen riesigen Wald angelegt. Also das finde ich richtig witzig. Wie gut, dass der Kerl uns nicht sieht, ey. Idiot. Ich brauche nur 100 Holz, Guys. Bäume, könnt ihr mal schneller wachsen? Ich hätte die Holzfäller heute noch nicht bauen sollen. Aber dann hätte ich ja nicht den. Fuck. Ha, ich bin schneller als wie du. Yeah, ey, volles Deutsch, ne? Ja? Die können den gar nicht fällen. Wie dumm ist das denn? Ach, scheiß Barbaren, ey. Ja, jetzt hat geht's. Yeah. Was ihr wollt. Ihr seid brav. Schaffe Häusle baue. Ach ja, und eins noch, ich werde nicht extrem leveln. Sag ich ganz ehrlich, ich werde also nicht den Computer die Nacht über anlassen. Scheiße, da schleicht sich einer ein. Ein Goblin. Attackier den mal. Ich werde ihn nicht über Nacht anlassen und einfach gegen meine Türme, die ich da dann natürlich gebaut habe, anbranden lassen, denn das ist nicht schön, ganz ehrlich, das verbraucht unheimlich viel Strom. Meine Mutter scheißt mich zusammen. Also die Rune ruft. Nein, das würde sie natürlich nicht. Das habe ich nur aus Spaß gesagt. Stelle ich das jetzt am dümmsten hin? Nein, da nicht. Nein, ist der Ecke. Es ist mir eine Ehre. Oh, da kommt eine große Welle. Nein, meine Mutter wird mich natürlich nicht zusammenscheißen. Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, die Rune ruft zu Befehl. Sind überall. Zur Ehre Aonias. Was wünscht die Rune? Und das möchte ich nicht, dass es so viel Strom auf einmal verbraucht, also ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich für jetzt. Beim nächsten Mal werde ich meine Siedlung weiter aufbauen, denn endlich geht die Holzproduktion voran. Also bis dann. Tschüss.